Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Für alle, die es noch nicht wissen, während des Events laufen Gletscher, Moos und Stahl, Magnet-Lokmodule meine ich, ganze eine Stunde, ne? Statt einer halben Stunde gehen die eine Stunde lang, also doppelt so lang. Und falls ihr euch fragt, was jetzt mit meiner Stimme los ist, wir haben es gestern geschafft, endlich die Müllermilch-Challenge zu machen. Der Marco war da, liebe Grüße gehen raus. Wir haben uns gestellt, die Excel 95 Challenge, die der Natururin auch probiert hat, wo er nach 4 Müllermilch abgekackt ist. Ich mir dachte, das kann doch nicht so schwer sein. Wir haben das gestern gemeistert, wir haben die Müllermilch Challenge gemacht. Meine Stimmbänder sind deswegen jetzt komplett im Arsch, sage ich mal dazu. Ich kann auch keine hohen Töne mehr machen. Wenn ich versuche so zu reden, dann ist die ganze Stimme weg. Und wir haben gedacht, weil das Event ist und weil alle Leute auf der Suche sind nach Shiny Riolu, ich muss auch extra langsam und abgetastet reden, weil es wirklich gerade ein Grauen ist, überhaupt zu reden. Ihr hört das ja an der Stimme. Das ist nicht mehr schön und nicht mehr feierlich. Ich habe gestern wie ein Elch über der Toilette gehangen und gerührt. Wir sind aber jetzt unterwegs. Wir wollen nämlich auch mal ein paar Eier brüten. Habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Wenn dann nur auf den kleinen Accounts, aber ich habe von Weihnachten immer noch Coins übrig gehabt. Deswegen habe ich gedacht, geh ich mal los, brüte mal ein paar Eier auf der Suche nach Riolu. Vielleicht kriege ich ja auch direkt auf dem großen Account eins. Das wäre natürlich episch, im Video direkt so ein schönes, gelbenes, glänzendes. Wir laufen eine Runde, melden uns zurück, wenn die ersten 8 Eier aufgehen. Dadurch, dass ich die unendliche Brutmaschine auch benutze, schaffe ich es immer nur 8 andere Eier gleichzeitig zu brüten mit den Super-Inkubatoren. Aber egal, wir werden das Schiff schon schaukeln, ne? So, wir haben jetzt mal Rast gemacht hier an der Bushaltestelle. Wenn ihr hinter mich schaut, seht ihr schon, hier ist alles gefroren. Es ist wieder mal saukalt. Aber ganz typisch, selbst wenn die Autos vorbeifahren, die Scheiben sind teilweise noch gefroren zugekratzt. Man sieht vielleicht den Atem oder auch nicht, aber ganz typisch, der Rams ist wieder mal in kurzer Hose am Start. Da musste ich mir schon die ganze Zeit was anhören von irgendwelchen Verkäufern, von irgendwelchen Passanten. Manche sind erstaunt, manche sind, oh mein Gott, wie krank bist du denn? Manche sind einfach nur richtig ekelhaft, charakterlos, sonst was, wo ich mir denke, fickt euch doch alle, Bruder. Das ist mein Statement, das muss mal raus. Ich würde nie jemanden verurteilen, weil er barfüßig über den Markt läuft, was ich schon oft gesehen habe. Da denke ich, krass, würde ich mich zum Beispiel gar nicht trauen, wenn ich auf so einen kleinen Stein trete oder so, sterbe ich immer komplett. Und die laufen hier rum, einfach splitterfasernackt. Ich auf jeden Fall, kurze Hose ist für mich angenehm, auch gerade wenn man viel läuft oder sich viel bewegt. Und dann gibt es Leute, die keulen dich da voll oder verachten dich, die wollen dich noch nicht mal an der Tankstelle abkassieren. Da kriegst du noch blöde Sprüche gedrückt, wo du dir dann denkst, okay, dann nehme ich mein Geld halt wieder mit dem vollen Tank, dann fahre ich eben weiter, wenn du mich nicht bedienen willst, du Arschloch. Das war übrigens eine Dame, aber egal, du Arschgelochte, wie auch immer. Die ersten Eier sind jetzt da, gehen auf. Warum rede ich heute so viel, wo ich doch gar nicht reden kann? Wir drücken mal drauf, gucken mal, was da dabei ist. 8 Stück sind's und angeblich kommt ja Knospi aus dem Ei. Richtig brutal. Kann natürlich shiny sein. Wir können es auch immer gleich bewerten jetzt. Ist nicht so krass. Kommt aus Hildburghausen. Da kommt sowieso nichts Krasses her. Angeblich gibt es auch vermehrt Kaumalat natürlich aus den Siebner Eiern. Mobai natürlich auch. Kann natürlich auch shiny sein. Tun wir auch gleich mal hier 840 Staub. Das ist ja gar nichts. Ist sogar noch schlechter. Aber aus Zwickau, Sachsen, jetzt versuche ich es zum dritten Mal, Kaumalat, also auch vermehrt aus den Siebner Eiern. Da habe ich auf den kleinen Accounts schon ordentlich Erfahrung mitgemacht, aber noch kein shiny Kaumalat gebrütet. Vielleicht ist ja jetzt im Video eins dabei. Hier haben wir einen Barmelin, 15 Angriff aus Thema, Thüringen wieder mal. Das war das dritte, das vierte, dann ist auch schon Halbzeit. Ihr seht, das geht heute recht fix, bis auf das Gelaber drumherum. Schon wieder ein Barmelin, was wir eigentlich überhaupt nicht brauchen. Ich glaube, Barmelin ist das sinnloseste Pokémon jetzt aus den Siebner Eiern.
die anderen, die gibt es wenigstens shiny, das eben nicht. Wieder aus Hildburghausen. Leider Gottes, was habe ich da bitte für Eier aufgemacht oder für Geschenke? Wo sind die Budapester Geschenke, die guten? Und ein Knospi. Was ist das, Mann? 10-mal Knospi, 50-mal Barmelin. Thema, weil es alles aus der Umgebung ist. Ihr braucht fremde Eier von weit weg. Dann klappt's auch mit dem Nachbarn, sag ich mal. Mopai, hey! Die wollen mich doch verarschen. Obwohl, was will ich denn überhaupt? Mobile brauche ich ja leider nicht mehr als Shiny. Wo war das jetzt her? Aus Simmern, Hunsrück, Rheinland-Pfalz, Deutschland. Okay. Ich wollte doch wenigstens ein Riolo hier drin haben. Ein normales oder ein Kaumalat. Das wäre nämlich richtig nice. Das klingt schon wie Pugi. Oh. Was ist noch schlimmer als Barmelin? Wadribier, genau. Ihr habt's erkannt. Auch aus Simmern, Hunsrück, Rheinland-Pfalz. Hat da jemand einen großen und einen kleinen Account und hat mir zwei Geschenke geschickt? Oder ist das Zufall, dass mehrere Leute aus Hunsrück kommen? Noch ein Hippopotas, was es immerhin als Shiny gibt. Zwar jetzt nicht hier aus dem Ei, aber trotzdem. Nehmen wir mal mit. Aus Zwickau, Sachsen. Da brauchen wir auch die Bonbons dann zum Entwickeln wieder. Snack die Bohne, hat gerade geschrieben, beziehungsweise Dacro. Wusste ich auch bis eben nicht, dass das sein zweiter Account ist. Jetzt weiß ich's. Und das war's wahrscheinlich schon. Sehr unspektakulär, aber ich lasse mich nicht lumpen. Wir packen nochmal ein paar Geschenke auf. Das Gute ist ja, ihr könnt ja zwei Eier aus einem Geschenk bekommen. Mit ein bisschen Glück. Wir packen nochmal 8 rein, laufen nochmal ein bisschen und melden uns bei der zweiten Ladung zurück. So, wir sind zurück. Die Stimme nicht, ne? Wir machen die nächsten 9 Eier auf, 8 Eier auf. Und den Privatdetektiven unter euch wird gleich was auffallen. Dazu sage ich aber nichts, erst am Ende. Mal gucken, wer aufgepasst hat. Das nächste ist wieder mal ein Barmelin. 1000 Staub und, ja, schlechte IV, ist aber auch aus Schleusing. Wieder mal Umgebung, keine Ahnung, was da los ist. Wir packen das nicht. Jetzt hätte schon direkt was auffallen müssen. Nicht nur am Barmelin selber. Da gibt es schon 10 verschiedene Sachen, die auffallen können. Das nächste Barmelin, also keine Ahnung, was das soll. Schon wieder aus Schleusing. Das ist bestimmt dasselbe von eben. Oh, da muss doch wenigstens mal ein Kaumalat dabei sein. Ein Riolo wenigstens, auch wenn es kein Shiny ist. Super Sache, ich suche immer noch ein Lucky Riolo mit mindestens 15 Angriff, was ich dann mal hochziehen kann. Ah, Thema. Und auch noch richtig schlecht. Wer braucht denn sowas? Mann, mir fallen immer so viele Dinge auf, die muss ich euch dann aber am Ende verraten. Ein Mantirps. Früher hat man sich gefreut, wenn man Mantirps bekommen hat. Jetzt, naja, ist halt nicht mehr so der Bringer. Wenn's, oh, Budapest, Ungarn. Beste, muss man natürlich mitnehmen. Aber was gibt's momentan eh schon aus den Eiern, worüber man sich mächtig freuen würde? Außer Kaumalat, Milzer, diese blöde Schildkröte da, wo ich die ganze Zeit nicht mal gerafft habe, dass es die überhaupt gibt. Habe ich jetzt auf einem zweiten Account auch gebrütet gehabt. Bronzel aus Thema nehmen wir natürlich auch mit. Hier habt ihr schon die komische Schildkröte. Galadingsbums, irgendwas. Noch ein Riolo, sehr schön. Gestern haben auch einige gesagt, sie haben 40, 50 Eier gebrütet, kein einziges Riolo gehabt. Ich habe so gesagt, in acht Eiern hatte ich schon 3 Stück drin, also die sind doch eh vermehrt. Rimpa Bayern, noch nie gehört. Nimmt man natürlich gerne mit, auch zum Tauschen. 1 vs 1 bei Lucky Trade, immer gern gesehen, Riolo. Ich weiß gar nicht, ob das schon das letzte ist. Bronzel nochmal am Start. Kann ja auch shiny sein, brauche ich aber nicht, habe ich ja auch schon. So. Thema 15 Angriff, die stahlharten Jungs. Das dürfte, glaube ich, jetzt aber das letzte sein. Ach, noch ein Barmelin. Ich glaube, ich gebe es auf. Was wollen die mit ihren komischen Barmelinen? Und wieso hat das so einen Käsekringel um den Hals? Ich verstehe es nicht. Das ist ein Zwiebelring oder irgendwas. Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland. Das ist bestimmt vom ISWO, ne? Der schickt mir hier die Erdmännchen. Und jetzt mal gucken, ob jemandem was aufgefallen ist. Erstens hat der Typ plötzlich eine ganz andere Kleidung an. Zweitens
habe ich plötzlich voll wenig Bonbons gehabt bei den ganzen Pokémon. Drittens ist fast überall ein Schatten gewesen, obwohl ich alles schon entwickelt habe. Dann ist der Sternstaub plötzlich voll wenig gewesen. Ich habe nämlich einfach meinen Account umgewechselt und bin jetzt bei Ivermild unterwegs gewesen, weil ich gesehen habe, okay, auf dem Großen hast du 8 geschlüpft, jetzt kannst du auf dem Ivermild einfach nochmal 8 andere schlüpfen. Die ging nämlich auch gerade auf, da habe ich nur noch 100 Meter gebraucht, habe die jetzt einfach mit reingenommen und oh, war halt jetzt enttäuschend. Wir melden uns einfach in der nächsten Folge, machen aber dann wieder 8 Stück auf dem Großen und vielleicht hier nochmal 8 bei dem. Wenn ich immer hin und her wechsle, da kann ich einfach mehr Eier unterbringen. Machen wir es einfach so. Habt ihr schon Shiny Riolu bekommen? Schreibt es mal in die Kommentare. Oder ein Kaumalat aus den Eiern bekommen? Schreibt es alles rein. Mal gucken, wann es mit der Stimme besser wird. Viel Spaß auf jeden Fall noch beim Eierbrüten, beim Event. Viel Glück, viel Erfolg. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.